Hey und ho, Papa Vorbotler ist immer noch in seiner Höhle. Hat da draußen geht's raus sozusagen. Ja, wird es Tag, da wurde ich auch gerade hier von einer Spinne noch angefallen. Wir sind ja in der letzten Folge in eine Sackgasse gelaufen, haben diese gesichert. Immer unter Vorbehalt, ne? Benutze ich hier das Wort gesichert und ich habe mir auf dem Rückweg so möglichst alle Ressourcen hier noch in die Tasche gesteckt. Einiges an Silber, einiges an Kohle. Ein Creeper war noch unterwegs zu sehen. Den habe ich hinterrücks durch eine Wandöffnung erschlagen, bevor er überhaupt richtig reagieren konnte. Gut, und jetzt nehme ich mir noch so ein bisschen von der Kohle mit. Das sollten wir jetzt hier nicht liegen lassen, wo wir schon einmal dabei sind. Das ist ganz klar. Ja gut, dann machen wir halt eben da auch noch das Silber weg. Und dann weiß ich nicht, dann würde ich auch gerne mal wieder raus. Jetzt haben wir ein bisschen gekämpft, die Höhle ein bisschen erkundet. Ich möchte eigentlich noch tiefer, aber irgendwie den richtigen Tiefergang habe ich bisher noch nicht gefunden. Auf jeden Fall scheint in dieser Richtung jetzt auch kein Skelett-Spawner zu sein. Also ich bin in der mal lang gelaufen, wo ich dachte, da ist vielleicht ein Skelett-Spawner noch. Aber es ist wohl nicht. Das ist hier nur dieser Ausgang nach oben. Ja, da wird wohl in der Nacht einiges so, ja, gespawnt sein. Einfach nur ganz normal, auf normale Methode. Boah, ist das wieder viel. Ach, da auch noch. So. Na, an Ressourcen mangelt es uns nicht. Da brauchen wir hier nur in den Keller gehen, ne? Mich interessiert einfach, wo ich hier oben rauskomme. Deswegen komm, Kohle, hau mal rein hier. Oh, ich drehe jetzt auch wieder schön den Rücken zu. Ne? Wahrscheinlich werde ich gleich ermordet. Außerdem ist es hier sehr dunkel. Ja, klar, weil ich gerade auch Kohle abbaue in so einem Kohleloch. Ja, ich werde jetzt hier keine Fackel reinhängen. Obwohl, kann ich ja machen. Ich habe noch neue noch hergestellt. So, da sind jetzt alle auch glücklich. Ich möchte, dass ihr alle glücklich seid. So, da diese Kohle möchte ich. Aha. Gut, diese Kohle hole ich mir jetzt auch noch. Ist ja wohl nicht in unserem Spawner noch. Ne, der ist doch in einer ganz anderen Ecke. Ach, ich bin hier irgendwie oben auch gelandet. Ist ja interessant. Bin ich schon wieder oben? Man denkt immer, man verläuft sich hoffnungslos und plötzlich steht man vor einem Gang, wo da schon Fackeln drin sind. Wo man also schon mal war. So. Ja, das war es jetzt erstmal mit der Kohle. Hier kommt natürlich eine Fackel rein, weil der Raum. Also hier könnte schon noch irgendwas spawnen, habe ich so den Verdacht. Aha. Ich grab hier mal einen Gang. Um mal zu sehen, ob hier vielleicht ein Zombie. Da ist er doch. Ja, toll. Immer drauf. Jetzt habe ich keine Zeit, dieses Werkzeug bzw. die Waffe zu wechseln. Schnell mal ein paar von den fiesen Koteletts essen. So. Obwohl, die sind ja noch relativ frisch. So. Ich bin ja schon. Ach, ich bin direkt wieder oben. Ich bin direkt hier, da ist ja unser Ausgang. Dann kann ja der. Ja, ich will jetzt mal erkunden, wo ich denn hier nach draußen komme. Oh, ja, aua. Na, nicht gut. Hier noch ein kleines Fäckelchen irgendwo hinstellen. So, hier, na, wo denn hier da? So, hier und da. Jetzt komme ich da nicht hoch. Doch, komm, da schlagen wir uns jetzt mal einen ganz primitiven Ausgang. Ups. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir hier sind. Es muss doch eigentlich direkt um die Ecke sein. Interessant.
Warte mal. Dann ist dahinter unser Turm. Wir sind auf der Seite. Ah, hier sind wir. Ja, klar. Hier ist auch runter. Na toll. War wieder ein guter Versuch. Immer noch keine Pfeile, ne? Dann muss ich da wohl so dran. So, hat auch geklappt. Aha. Ist das eine Sackgasse oder was? Ein Durchgang. Ein Durchgang. Okay. Ja, toll. Schaffe ich den? Und nochmal ran. Zweimal gehauen und nochmal. Hahaha. Ach, herrje, das war wieder spannend. Ich wollte eigentlich heute wieder eine Baufolge machen, wo irgendwie ich mal auf das Kämpfen verzichte. Aber das gelingt mir halt nicht so. Das ist eine Sackgasse hier, das ist gut. Das ist gut, dann kann ich mir das Silber noch mitnehmen. Minenarbeit.de/Glossar, ne, falls die Leute jetzt wieder, ne, anfangen zu tippen in die Kommentare, gibt doch gar kein Silber, erzähl doch nicht so ein Scheiß und überhaupt, hast du keine Ahnung, noch nie Silber gesehen, oder halt so das sind so die Besserwisser, ne? Oder dann haben wir noch so die Skeptiker, ne? Was? Wo? Silber? Mensch. Gibt's jetzt auch Silber? Und dann guckt einfach auf minenarbeit.de/glossar. Oh, verdammt. Verdammt. Verdamm ich nochmal. Eia, ah, ja. Und ich hatte die Taschen voller Ressourcen, ne? Und die liegen jetzt genau vor dem Zombie-Spawner. Komme ich hier raus, praktischerweise? Ich komme hier auch raus. Ich komme hier auch raus. Und dann muss ich über den Berg laufen. Da seht ihr auch mal ein bisschen frische Luft jetzt hier. So um der Terrassengarten, der immer noch nicht weitergemacht wurde. Hui, ups, da war ein Loch im Boden. Da stoße ich mir gleich die Nase. Ja, geht das überhaupt, was ich hier mache? Was mache ich denn hier? Jetzt will ich aber auf Teufel komm raus, will ich jetzt hier. Ach du meine Güte, vielleicht da ins das Wasser. Komme ich da in das Wasser vielleicht? Da kann ich da. Ah. Ah, komm, lass mich mal versuchen. Komm, lass mich mal versuchen, lass mich mal versuchen. Ah. Ich meine, das war jetzt nicht so geglückt, ne? Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Schwein in der Nähe? Nein, ich möchte unheimlich meine Sachen zurück, weil ich ja ganz viele Ressourcen gesammelt habe. Ist da einer panisch? Ist da einer nervös? Nein. Das war ja jetzt, ich renne jetzt, ich bin eben ja unten durch so eine Höhle gekommen, ne? Hier unten. Ich kenne aber hier diesen Weg schon, ne? Da haben wir ja schon alles. Ah, komm. Du kannst mir jetzt nichts. Ich bin schneller als du. Ha. Zombies sind ja nicht so das Problem, ne? Aber, ach, jetzt verfolgt er mich auch noch. Was, wenn mich da plötzlich wieder so ein Creeper angreift? Wo kam der überhaupt her? Also, das ist ja vielleicht. Ja, Kotelett, Kotelett. So. Habe ich meine Sachen wieder? Ich muss meine Sachen wieder haben. Meine Fackeln sind jetzt sogar schon im zweiten Slot wieder gelandet. Ich versuche es jetzt. Ich versuche es jetzt. Ist ja sowieso alles zu spät. Ah. Und der nächste, bitte. Hoffentlich kommt nicht wieder ein Creeper, verdammt. Ich lach mich hier nur scheckig, ey. So, komm. Ja, so sehen wir es auch mal vom Namen. Das hat ja auch was. Hat ja auch einen Wert. Oh, hat er mich neu erwischt, du, der Schweinehund. So, dann sind wir endlich mal in diesem Spawner. Hell machen, hell machen, hell machen. Ich denke, das reicht auch schon. Puh, da sind wir. Können wir erstmal durchatmen. Hier haben wir auch alles im Blick.
Mal eben kurz nochmal sortieren und gucken. Kohle habe ich dabei, mein Iron Ore habe ich dabei. Wunderschön, alles klar. Der Bogen ist auch wieder da. Pfeile habe ich eh nicht mehr gehabt. Ja, alles wunderschön. So soll es sein. So können wir auch gleich nach Hause gehen. Aber nicht ohne hier mal in die Kiste zu gucken. Redstone, ja, schau mal einer an. Naja, das sehe ich gern. String. Da können wir uns einen schönen String-Tanker daraus bauen. Und dann haben wir hier noch Getreide und Kakaobohnen. Und die Kiste nehmen wir natürlich auch noch mit. Tja, und dann kann der da mal schön Karussell fahren, wie er will. Bis er kunterbunt ist im Hirn. So, und dann mal eben hier unten noch checken. Da geht es auch wieder runter. Wird es gerade dunkel? Es wird gerade dunkel. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich renne jetzt erstmal nach Hause. Ich will jetzt dringend erstmal nach Hause. Ich habe Heimweh und alles. Gott sei Dank kenne ich ungefähr den Weg. Oh, das war trotzdem noch weit. Weil ich muss ja außen rum. Nun gut, dann versuche ich es mal. Ich hatte jetzt keine Lust, da jetzt nochmal wieder in die Höhle rein. Ich bin ja gerade erst raus aus einer Höhle. Da werden wir jetzt immer mal einen Abstecher machen zwischendurch, wenn mir mal danach ist. Ja, super. Haben wir denn jetzt hier nicht gerade mal was zu futtern dabei? Ein Herzchen noch, Leute. Ich muss hier noch lang. Ich muss hier noch lang. Hier muss ich noch lang. Eieiei. Ich weiß, dass es jetzt dunkel wird. Das ist wieder eines der Naturgesetze. Hab jetzt auch irgendwie den Höhleneingang. Ich habe ja einen Durchgang von hier aus irgendwie, aber ich verpasst. Da muss ich noch was verändern, damit ich das auch irgendwie sehe. Da sehe ich jetzt schon unseren Spawner, aber vorsichtig, hier könnten natürlich schon überall Gefahren lauern. Oh, wir kommen da ja auch immer noch nicht so richtig ran. So. Da. Oh, wenn ich schon bla. Was war das denn? Spinne? Ja, Spinne. Okay, kein Problem. Ich hole mir die Sachen. Ich hole mir die Sachen. Schaffe ich das denn vielleicht noch schnell ein Schwert zu bauen? Oh, ist das so weit, ne? Bis nach unten. So. Jetzt muss ich mich in dreifacher Hinsicht beeilen, weil hier auch die Zeit gleich vom Video abgelaufen ist. Drei brauche ich gar nicht. Egal, jetzt. Das geht jetzt ganz. Sch Ach, was mache ich denn? Ich brauche doch ein Schwert. Ein Schwert. So, und dann lasse ich das einfach liegen. Zeit sollte ich genug haben, die Sachen wieder zu bekommen. Aber ich werde natürlich hier unendlich belagert. Wird auch schon geschossen. Die Spinne müsste ja auch noch irgendwo hier rumkrauchen. Lalala, da bleiben wir ganz cool. Da war ein Creeper, der ist mal eben hochgeflogen. Hoffentlich sind wir jetzt hier nicht. Oh, das ging gerade noch gut. Bin jetzt schon wieder schwerstens verletzt. Blöde Sprengwürmer, ne? Die immer hier so sich einmischen in Sachen, die überhaupt nichts angehen, ne? Was hat den denn zu interessieren, dass ich jetzt hier. Da ist schon wieder ein. Verdammt! Verdammt! Dem bin ich jetzt natürlich voll in die Arme gelaufen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir befinden uns ja hier schon vor der Tür, vor der Haustür, das kriege ich jetzt hin. Und das Gute ist ja, den hat es ja auch erwischt. Also vor dem Creeper brauchen wir jetzt keine Angst mehr zu haben. Happy End hatten wir ja auch schon in der letzten Folge. Oh, der hat uns einiges zerstört. Macht aber auch nichts, weil wir hier sowieso noch bauen. Ah, oh, die Sachen total verteilt überall. Meine Güte nochmal. Ja, okay, jetzt müssen wir natürlich einfach mal hoffen. Ganz ruhig bleiben, ne? Ganz ruhig bleiben. Da hinten ist irgendwas. Bisschen gucken. Einmal eben versuchen zurückzukommen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich komme hier gerade nicht raus. Mit dem Knochen werde ich jetzt mal hier die Erde weghauen, so. Ich laufe mal eben nach oben in Sicherheit in die Wohnung. Ja. Gut, Video ist zu Ende. Macht's gut.